So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Montag, den 7. November 2022. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen und natürlich ganz besonders die Non-Farm-Payrolls von vergangener Woche Freitag einordnen und natürlich die auch entsprechende Reaktion im Markt entsprechend einordnen. Und es bleibt dabei, der DAX erstaunlich stark, hat jetzt schon diese Hochs deutlich rausgenommen, die wir ausgebildet hatten. Auf die NFP folgen, dann überrollen, konnten wir uns einigermaßen nochmal fangen und haben jetzt dann erneut aufgedreht, haben diese Hochs eben rausnehmen können. Es ist erstaunlich, ehrlich gesagt, wo gerade die relative Stärke im DAX, ehrlich gesagt, herrührt, in Relation wiederum zum S&P 500. Der ist weiterhin deutlich unterhalb von 3.800 Punkten, noch jetzt in der Vorbörse, ist auch nicht in der Lage, wirklich auf diese Bullishness, die wir dort in deutschen, europäischen Aktien insgesamt zu sehen bekommen, irgendwie ebenfalls positiv zu reagieren. Erstaunlich, wie gesagt, fällt mir schwer zu sagen, woran das liegt. Ob das eine grundsätzliche Verstimmung ist nach den Kommentaren von Jay Powell, die wiederum in Relation jetzt zu denen von Frau Lagarde bzw. der EZB vor, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, 2 Wochen war es ungefähr, glaube ich, anderthalb am Donnerstag, dass das relativ restriktiv wieder daherkam, nachdem er ja fälschlicherweise gesagt bekommen hatte, dass der Markt positiv auf diesen Zinsschritt der Fed mit Aussicht auf weitere Zinsanhebungen, die aber deutlich niedriger ausfallen, dann entsprechend reagierte und dann sagte, dass man nicht davon ausgehen sollte, dass das ultimative Zinsniveau auf dem Niveau ist, was der Markt erwartet, sondern tatsächlich drüber liegen sollte. Also, wie auch immer, warum auch immer, unterm Strich bleibt auf jeden Fall der DAX erstaunlich stark. Die Non-Farm-Payrolls, ja, schwierig, die einzuordnen, ehrlich gesagt. Ist irgendwie gekommen, wie erwartet, aber jetzt daraus einen Schluss zu ziehen, ob das in irgendeiner Form dramatisch die geldpolitische Haltung seitens der Fed beeinflussen wird, das fällt mir zumindest, fällt mir das schwer. Tendenz geht eher in Richtung, dass das sich über kurz oder lang begradigen wird, was Paul dort gesagt hat, und dass die Bullishness eher anhalten sollte, aber dafür ist dann im Hinblick jetzt auf beispielsweise den S&P erstmal erforderlich, als erster kleiner Zwischenschritt, dass man in der Lage ist, die 3.800er-Marke zurückzuerobern. Ob das gelingt vor dem Hintergrund der News, die wiederum jetzt von Apple über den Ticker gelaufen sind über Nacht, für mich nicht groß überraschend, aber der Markt, der reagiert zunächst einmal jedenfalls mit Abschlägen darauf. Also Apple war ja der Retter in der Not, in Anführungsstrichen, nachdem ja Amazon, nachdem Meta, nachdem beispielsweise auch Google ja durchwachsene Zahlen vorgelegt hatten, in den Wochenschluss dort mit diesen Aufschlägen. Also letzte Woche Montag zu dieser Stelle haben wir von Apple to the Rescue gesprochen, mit Aufschlägen von 7%. Diese Aufschläge sind komplett wieder hergegeben worden. Wir sehen tatsächlich sogar ein Überrollen, Abschläge. Und jetzt sind wir im Schlüsselbereich ungefähr um 135, wie wir es gleich sehen werden. Und wenn der Bericht durch diese Meldung, iPhone 14 Produktion durch die Lockdowns in China und dergleichen in Gefahr, wie gesagt, das war durchaus aber eine Option, das hatte man im Hinterkopf haben können, dann wäre das auf jeden Fall etwas, was auf den gesamten breiten Markt durchschlagen wird, ausgehend von natürlich der enormen Marktkapitalisierung, die Apple hier an dieser Stelle hat. Meta wiederum, vielleicht als Resultat auf diese Layoffs, die wir bei Twitter gesehen haben, nach der Musk-Übernahme, Facebook bzw. Meta wiederum mit Aufschlägen, weil sich eben Massenentlassungen herauskristallisieren und die sind erstmal im Hinblick auf die eingesparten Kosten natürlich positiv, besonders eben vor dem Hintergrund auch der Zahlen, der durchwachsenen Ausblicke, die Meta hier geliefert hat. Aktien in der Vorbörse relativ aktiv gehandelt, auch 3% im Plus, da werfen wir auf jeden Fall heute einen Blick drauf. Gold werden wir auch drauf schauen müssen, sogar müssen, weil das war richtig stark und da stehen wir jetzt kurz vor einem stark bullischen Breakout, auch über die übergeordnete Abwärtstrendlinie. Also ihr seht, Agenda ist packed. Bevor ich jetzt immer weiter spreche, ohne dass wir hier Charts haben. Zunächst der Risikohinweis und dann starten wir ganz offiziell. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Ausgehend hiervon sind sie nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, mache man sich bitte einmal mit seinem persönlichen Risikoprofil vertraut und darüber hinausgehend erstelle man oder lasse ein persönliches Risikoprofil erstellen von einem unabhängigen Finanzberater, lade sich dann auf markets.com/de eine kostenlose Demo herunter, teste den Handel risikofrei und kostenlos und schaue dann, ob das Risikoprofil mit den Produktcharakteristika CFD-FX-Produkten korrespondiert. Sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man natürlich auch die Möglichkeit, entsprechend ein Live-Konto dann zu eröffnen. Alle Informationen findet ihr vollständig auf markets.com/de. Darüber hinausgehend habt ihr dort auch den vollständigen Risikohinweis. Ihr habt darüber hinausgehend natürlich auch die Möglichkeit, euch mit der Produktpalette auseinanderzusetzen bzw. die Produkte entsprechend kennenzulernen. Nutzt auch gerne die Möglichkeit, die Elena per E-Mail zu kontaktieren, falls ihr weitere Fragen haben solltet, zu Markets beispielsweise als Broker. Habt ihr Fragen zu Märkten, die ich jetzt nicht abdecke, aber die euch jetzt folgend ganz besonders auf die Non-Farm Payrolls irgendwie spannend
anmuten. Teilt das bitte hier einmal im Livestream in der Chatbox oder schaut euch die Aufzeichnung bei YouTube an. Habt ihr unterhalb des Videos eine Kommentarfunktion, nutzt gerne die Möglichkeit, die Fragen dort zu posten. Ich würde sie entweder schriftlich beantworten oder ich würde die Frage nehmen, wenn sie ein bisschen umfangreicher ist, und würde sie ins nächste Morning Meeting mitnehmen und dann entsprechend dort beantworten. Nutzt auf jeden Fall gerne die Möglichkeit dazu. Und soweit zur Einführung. Soweit zur Einführung meinerseits. Dann schauen wir hier einmal auf die Aktienindizes und ganz besonders natürlich allen voran auf den DAX, den haben wir hier auch schon. Wie gesagt, erstaunliche Performance. Ich hatte einen kleinen Trade am Freitag gemacht gehabt übrigens, und zwar auf die Non-Farm Payrolls. Ich guck mal ganz kurz hier, 13.30, genau, hatte hier diese starke Überdehnung, also dieser Lauf, den wir am Freitag gesehen haben, den hatten wir hier auch im Morning Meeting zum Thema gemacht. Ich habe ehrlich gesagt mit einem Rücksetzer gerechnet und hatte mich dann in Erwartung dieser Non-Farm Payrolls mit dem Break hier unter die 3.40 war es, hatte ich mich short positioniert gehabt, Stop oberhalb der Hochs, und habe darauf spekuliert, dass der Print über der Erwartung reinkommt, dass wir eine bärische Reaktion sehen, die wir auch gesehen haben dann. Wir sind tatsächlich innerhalb schlagartig weniger Sekunden sind wir an dieser Stelle 100 Punkte nahezu, also ich bin 100 Punkte auf der Unterseite gelaufen. Jetzt war die Sache allerdings die, das war nicht nur ein kurzfristiger Scalp, den ich dort auf den Weg gebracht hatte, sondern das war wirklich ein Trade, bei dem ich davon ausgegangen bin, dass wenn wir solch eine Reaktion zu sehen bekommen, dass dann weitere Bearishness sich auch anschließt. Infolge nämlich der Rhetorik, die wir seitens Jay Powells und seitens der Fed am Mittwoch zu sehen bekommen haben. Hab die Position natürlich vor dem Hintergrund, dass die sich deutlich für mich entwickelt hat innerhalb kurzer Zeit, habe den Stop natürlich auf Break-Even dann getrailt gehabt und wurde eines Besseren belehrt. Der Markt marschierte nicht durch weiter auf der Unterseite, mit Unterschreiten hier der 250 bzw. der 200er-Region, vielleicht ein bisschen tiefer, hätte ich mir durchaus sogar vorstellen können, dass wir ein ähnliches Reversal wie schon die letzten Male zu sehen bekommen, mit entsprechenden weiteren Abschlägen, die uns Richtung 13.000 in den Wochenschluss führen könnten. Und das blieb aber aus. Ganz im Gegenteil, wir haben dann weitere Aufschläge zu sehen bekommen im DAX, haben auch deutlich den EMA halten können, machten neue Tageshochs. Ich habe mir das Treiben dann weiter angeschaut und dann in den Abend hinein kam es zu einem Überrollen. Und der DAX, also im S&P, wir werden es gleich sehen, auch im Nasdaq, da stellt sich das wesentlich dramatischer dar. Das ist genau das, was ich mit relativer Stärke meine. Wir haben einen Rücksetzer gesehen und dann stellte sich so ein bisschen die Frage, mal gucken, was das jetzt mit dem breiten Markt macht tatsächlich. Also wie auch weiter die Bearishness sich dann in den US-Märkten herauskristallisiert. Aber interessanterweise haben wir dann die Kurve gekriegt, in Anführungsstrichen. Also im Falle des S&Ps war es so, wir haben die 3,7 auf der Unterseite halten können und liefen dann von dort erneut nach oben, haben aber wiederum nicht die 3,8 wirklich attackieren können. Im Falle des DAX ist es so, wir sind hier zwar mit einem leichten, ich nenne es mal Gap-Down reingekommen, also Gap-Down bedeutet zum Schlusskurs von Freitag heute nachts mit einer Eröffnung leicht unterhalb, aber nichts Dramatisches, unspektakuläres Treiben und dann starke Bullishness gleich vom Open weg, ohne irgendwie mal in den Rückspiegel zu schauen, einfach nur straight vorwärts. Und auch hier der Monus jetzt natürlich, also zum einen, wir haben jetzt erstmal die Hochs rausgenommen von Freitag, das finde ich ein starkes Signal erst einmal. Frage ist natürlich, ist das nachhaltig und dergleichen, das bleibt abzuwarten. Long würde ich mich jetzt hier derzeit nicht positionieren wollen, Rücksetzer, da würde ich klassisch herangehen, würde ich eben gegen den EMA abwarten und dann gegen die Long-Position mit Ziel oder beziehungsweise mit der Überlegung, dass es sich um einen Versuch nachhaltig hier diese September-Hochs rauszunehmen handelt und dass wir dann darüber in den kommenden Tagen weitere Aufschläge zu sehen bekommen, wobei das erste anzuvisierende Ziel hier im Falle des DAX im Bereich um 13.700, 750 ungefähr liegen sollte. Das ist auch ungefähr die Region, die ich hier heute früh in meinem ersten Tweet abgesetzt hatte. Da hatte ich gesagt gehabt, Vorteil oberhalb des EMA, zunächst Long, Fokus auf der 13.5, Break höher aktiviert die 13.700, 750. Das ist so ein erstes anzuvisierendes Ziel. Wie gesagt, handeln würde ich das aktuell so, dass ich erstmal jetzt hier eine leichte Abkühlung abwarten würde. Ich zeige das mal ganz kurz. Auf die Grafik kommen wir gleich, in Bezug auf die NFPs. Und zwar, blauer Stift ist schon mal gut. Nee, den will ich haben. So, dass wir jetzt hier einen Rücksetzer gegen dieses Level abwarten, den EMA aber halten können. Dann würden wir uns long positionieren und dann wäre das Ziel der Angelegenheit, dass wir von diesem Aufdrehen weiteres Momentum sehen und nochmal die Tageshochs hier rausnehmen würden.
Stopp der ganzen Angelegenheit bei solch einem Szenario würde ich abhängig von der 14er ATR auf 5-Minuten-Basis, ich vermute mal, wird aktuell, ich habe es jetzt nicht konkret, aber vermute mal so ungefähr 20, 25 Punkte über die liegen. Das heißt also, das Maximalrisiko hier auf der Unterseite würde ich von 40, 45 Punkten Stopp würde ich setzen. Also ein Wohler-Stop, mit dem ich hier arbeiten würde bei solch einem Rücksetzer gegen den EMA und würde auf der Oberseite davon ausgehen, dass wir, wie gesagt, Richtung 13,7 uns aufmachen, eventuell sogar schon noch bereits heute. Also es hängt dann ganz wesentlich davon ab, wie sich die US-Märkte präsentieren, ganz besonders auch, wie Apple sich präsentiert. Aber in Summe wäre das jetzt ein Szenario, was ich mir erstmal vorstellen könnte. Wie gesagt, was erstaunlich ist, ist die relative Stärke, die wir im DAX jetzt hier im Vergleich zu den US-Märkten eben ausmachen können. Wir sehen auch übrigens die Wichtigkeit dieser Region, die wir gerade anlaufen. Also nicht auszuschließen, dass wir hier Schwierigkeiten bekommen. Das wäre zum Beispiel auch ein Grund, warum ich hier mit einem, ich nenne es mal, eine Split-Position arbeiten würde. Also das heißt, wenn ich jetzt hier in dem Bereich eine Position aufbauen wollte, dann würde ich diese nicht, also wenn sich das Szenario so entfaltet, dann würde ich diese nicht als Ziel aufsetzen, dass wir hier in Richtung 14.000 durchmarschieren und die komplette Position halten, sondern vor dem Hintergrund, dass wir hier in den Bereich der 200-Tage-Linie laufen und das auf der übergeordneten Zeitebene verhältnismäßig stärkerer Widerstandsbereich sein dürfte. Und auch nach dem jüngsten Lauf, den wir zu sehen bekommen haben, würde ich anfangen, hinaus zu skalieren aus einer Position. Also das heißt, ich würde die Position schon so mit der Intention aufbauen, dass ich Teilgewinnmitnahmen auf den Weg plane zu bringen, wobei ich eben den einen Trade als beispielsweise Momentum oder Intraday Swing, wie auch immer geartet, handeln würde. Dass ich einen Teil so handeln würde, den anderen Teil, vielleicht sogar den kleineren Teil, handeln würde in der Erwartung, dass wir darüber hinausgehend uns dann in den kommenden Tagen Richtung 13,7 vielleicht aufmachen. Ich würde allerdings nicht mit der gesamten Positionsgröße hier solch eine Position halten in Erwartung, dass es gleich zu einem Durchmarsch kommt, weil dafür einfach die Signifikanz dieser Region widerstandstechnisch auf der Entschuldigung, übergeordneten Zeitebene zu hoch scheint. Wie gesagt, es ist, wie gesagt, ich habe Schwierigkeiten hier zu sehen, warum sich der DAX in Relation zum S&P präsentiert, wie er sich präsentiert. Eine mögliche Interpretation ist, dass einfach zu viel Pessimismus eingepreist wurde im Laufe der letzten Monate durch den Krieg in der Ukraine, durch die Energiepreisexplosion beispielsweise und infolgedessen auch der erwarteten tiefen Rezession in Deutschland, in der Eurozone generell. Übrigens ganz kurz, muss man jetzt schauen. Okay, alles klar. Also es wird alles gut gestreamt. Ich habe jetzt gerade mich festgestellt, ich habe noch gar nicht hier ins Backend geschaut gehabt. Das ist immer vielleicht ganz sinnvoll, da mal einen kurzen Blick reinzuwerfen, weil wenn der Ton nämlich nicht gut gestreamt wird oder dergleichen, was ja erstaunlicherweise ab und an einfach mal so passiert, dann kriege ich das viel zu spät mit. Aber es scheint alles gut gestreamt zu werden. Also es kommt alles an den Bildschirm an und man kann mich auch entsprechend hören. Also ist alles bestens. Sehr schön. Sollte sich das ändern, lasst mich das bitte wissen. Zu viel Pessimismus, genau, zu viel Pessimismus, der eventuell hier eingepreist wurde im Laufe der letzten Monate. Energiepreisentwicklung beispielsweise. Energiepreisentwicklung bedeutet dann an dieser Stelle, dass wir infolgedessen Rezession projizieren, ausgehend von den stark gestiegenen Preisen hier im Energiesektor. Und dass die jetzt ja einen deutlich scharfen Rücksetzer zu sehen bekommen haben. Also in der medialen Berichterstattung besonders wurde ja Panik verbreitet, so ähnlich wie auch Panik verbreitet wurde, beispielsweise, dass es bei einem Lockdown kein Toilettenpapier mehr gibt. Gut, dann lassen wir das. Aber also auf jeden Fall stellt sich jetzt heraus, dass diese Projektionen offensichtlich zu pessimistisch oder beziehungsweise zu hochpreisig waren oder auf zu hohen Energiepreisen pusten. Und dass sich infolgedessen sogar gar keine Rezession, sondern vielleicht sogar, wenn auch marginales, aber dennoch Wirtschaftswachstum herauskristallisiert. Wenn infolgedessen natürlich, besonders auch, weil du in solch einem Umfeld dann aber zeitgleich eine restriktive geldpolitische Haltung seitens der Notenbank, der EZB hast, wenn du dann eben in diesem Zusammenhang scharfe Abschläge im DAX siehst, die sich zunehmend beschleunigen und sich jetzt herauskristallisiert, so schlimm wird es wahrscheinlich gar nicht. Dann siehst du entsprechend natürlich jetzt einen sogenannten Chase, also ein Aufholen dieser Abschläge. Ob sich das dann so auch zeigt, wie gesagt, das bleibt abzuwarten. Aber unterm Strich könnte das vielleicht so ein bisschen Entschuldigung, die bullische Outperformance hier seitens des DAXes erklären. Also das wäre eine Möglichkeit. Viel mehr Interpretationen habe ich tatsächlich aber auch nicht. Unterm Strich, wie gesagt, bleibt. Wir haben einen stark bullischen Lauf bis dato zu sehen bekommen. Und der beschleunigt sich jetzt nochmal interessanterweise auf die Non-Farm-Payrolls, auf die wir, ich mache schon mal den S&P auf, aber nichtsdestotrotz, wir wollen uns natürlich einen Blick gönnen auf die Non-Farm-Payrolls von vergangener Woche Freitag.
So, also die sind mit 261.000 neu geschaffener Stellen exagrar veröffentlicht worden. Das war durchaus etwas, das konnte so erwartet werden. Ich hatte das hier im Morning Meeting ja gesagt. Die Muster der vergangenen Non-Farm Payrolls Releases waren so, dass wir eine relativ niedrige Erwartungshaltung hatten und diese niedrige Hürde haben recht einfach eigentlich überspringen können. Und so war es jetzt eben auch mit 200.000 neu geschaffenen Stellen exagrar. 261.000 neu geschaffene Stellen exagrar sind es geworden. Und es hat initial eben eine bärische Reaktion gegeben, wie ich es ja gerade gezeigt hatte. Das war auch meine Spekulation im Hinblick auf den DAX, aber kein Follow-through auf der Unterseite. Das war ganz interessant. Und das gleiche Bild, das haben wir auch im S&P zum Beispiel zu sehen bekommen. Hier gab es einen kurzen Flush auf der Unterseite. Dann werden wir aggressiv zurückgekauft. Und jetzt wird es, wie gesagt, interessant. Also das war jetzt eine unglaublich choppige Vorstellung, die sich hier herauskristallisiert hat. Also wir sehen den initialen Flush, scharfer Bounce. Nochmal ein Flush, scharfer Bounce, also eine unglaubliche sogenannte Whipsaw-Action, also das heißt so eine Sägezahnstruktur. Und dann kam eben ungefähr so ab 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit, kam eben hier Abgabedruck auf gegen die 13.800. Es wurde recht deutlich, dass wir echt Schwierigkeiten haben, die rauszunehmen und auf der Oberseite zurückzuerobern. Nochmal zur Erinnerung, anders als im DAX, also vielleicht, ich hole den nochmal ganz kurz hier drauf, anders als im DAX, der auf die Non-Farm Payrolls in der Lage war, hier schon vorher eigentlich diese nur sogenannten Fetthochs rauszunehmen und nach dem kurzen Flush dann relativ steil weiter aufwärts lief und hat diese überwinden können, waren wir im S&P noch nicht mal ansatzweise und sind es auch bis jetzt nicht, nicht mal ansatzweise in der Lage, diese Abschläge irgendwie da aufzuholen, geschweige denn erstmal die 3.800 zurückzuerobern. Ausgangsniveau eventuell sogar für Jay Powells Kommentare hier im Hinblick auf auf das ultimative Zinsniveau liegt ungefähr sogar bei 3.830 Punkten. Also das passt relativ gut hier so zusammen. Bis dahin einfach sind wir nicht in der Lage, diese Hochs rauszunehmen, was dann auch für den heutigen Tag uns einfach relativ klar zeigt, okay, das ist eigentlich das Schlüssellevel. Erstmal für uns als Trader, wir sagen, die 3,8 ist zurückzuerobern. Erst oberhalb hält sich das Bild langsam eben tatsächlich auf. Auch hier dieser Abgabedruck, der sich herauskristallisiert hat, ich finde extrem schwer zu interpretieren, ehrlich gesagt, weil unterm Strich bleibt nämlich, dass wir auf die Non-Farm Payrolls, nachdem sich der Staub gelegt hatte, doch haben relativ deutlich erkennen können, dass der Markt daraus eigentlich eher einen geldpolitisch lockeren Kurs ableitet. Also Jay Powell hat zwar gesagt, ja, wir werden geldpolitisch uns restriktiver zeigen, weil das ultimative Zinsniveau liegt höher, was nichts anderes bedeutet als, ja, wir werden zwar langsamer geldpolitisch uns restriktiver zeigen, also bei der nächsten Zinsanhebung nur 50 Basispunkte den Leitzins anheben im Dezember. Aber, und dafür ist erstaunlich, dass immer noch 43% 75 Basispunkte übrigens sehen. Also mal schauen. Wir werden jetzt am Donnerstag, werden wir Inflationszahlen veröffentlicht sehen. Ich bin gespannt, ehrlich gesagt, in welche Richtung die veröffentlicht werden. Wir werden natürlich en Detail drauf schauen, aber heute zunächst fokussieren wir uns mal auf die Arbeitsmarktzahlen. Also wo diese 43% herkommen, das erschließt sich mir persönlich jetzt nicht. Unterm Strich bleibt aber, dass wir dann eine zunehmende restriktive Haltung ja ins Jahr 2023 zu sehen bekommen haben. Dann kommen die Arbeitsmarktzahlen und das wird jetzt begonnen auszupreisen. Also das, was wir hier letzte Woche noch gesehen haben, mit zeitweise über 50, fast 60%, wo die Marktteilnehmer gesagt haben, das ursprüngliche Top der Leitzinsen in den USA seitens der Fed ist bei 5%, das war nach der September-Sitzung. Das wurde dann weiter nach oben geschoben auf diese Kommentare von Paul, lag jetzt bei 550, 525 bis 550 Basispunkten mit über 60%. Und das, man sieht jetzt hier, also diese zwei Balken zusammengenommen machen gerade noch so roundabout 40% aus. Also das heißt, dieser restriktivere Teil, der wird schon begonnen auszupreisen, eventuell auch, weil bei genauerer Betrachtung offenbar wird, dass wir einfach einen verhältnismäßig, ah, verdammt, Moment, ich mach's anders, weil wir einfach mal zwar einen soliden Arbeitsmarkt haben, von dem wir hier sprechen, ja, aber ein solider Arbeitsmarkt, der sieht die Stellen besonders im attraktiv bezahlten Bereich geschaffen und im Fulltime-Bereich, also im Vollzeitbereich, nicht hier im Part-Time, im Halbzeitbereich oder im Teilzeitbereich. Das bedeutet also etwas anderes. Das ist eine Grafik, die habe ich von Zero Hedge. Der listet hier mal auf Job Changes March to October. Also von März bis Oktober schaut er sich an, wo wurden eigentlich die Jobs geschaffen, also fürs letzte halbe Jahr. Und er sieht, rund 500.000 Jobs sind abgebaut worden
im Vollzeitbereich und diese 500.000 sind dann zeitgleich dazugekommen im Teilzeitbereich mit Multiple Job Holders, also mehrere Jobs, die von mehreren, mehrere Jobs, die von Leuten gehalten werden, um halt die Lebenshaltungskosten finanzieren zu können, die nehmen auch kontinuierlich zu. Also das ist anders formuliert, diese Grafik, einfach gesprochen, ist kein Signal in Richtung einer soliden, robusten Wirtschaft in den USA. Und das ist in den USA an allen Ecken brodelt. Das ist auch deutlich erkennbar, wenn man sich beispielsweise jetzt die sogenannten Midterm Elections anschaut und das Resultat, also das zu erwartende Resultat. Ich gehe davon aus, dass es eine sogenannte Red Wave gehen wird, also dass es ein klares Signal an die Demokraten ist, unter Joe Biden entsprechend eben, dass man mit dem politischen Kurs ganz und gar nicht korrespondiert in irgendeiner Form, in welcher Hinsicht auch immer. Und diese Unzufriedenheit, die resultiert mit Sicherheit auch ausgehend von dem sehr, sehr durchwachsenen Ausblick, den wir hier im Arbeitsmarkt, lange Rede, kurzer Sinn, eben zu sehen bekommen. Und jetzt schauen wir uns eben dann infolgedessen diese Spekulation an, dieses Auspreisen, dass man sagt, ja, die Kommunikation haben wir zwar wahrgenommen, aber wir gehen eher davon aus, dass die Fed eher früher als später geldpolitisch die Zügel wieder locker lassen wird. Und dann resultiert daraus eigentlich ein fundamental bullischer Treiber, den du erwarten würdest. Und dass sich dieser eben dem S&P nicht so darstellt, dass wir zumindest mal die 3,8 zurückerobern können, das ist eigentlich kein besonders starkes Signal. Und wenn jetzt in Ergänzung dazu eben entsprechend noch die Schwäche seitens Apple hinzukommt und Apple als Schwergewicht im S&P, auch im grundsätzlich US-amerikanischen Aktienbereich, als Market Stock einfach nicht in der Lage ist, hier das Ruder herumzureißen, wie man es jetzt vor rund anderthalb Wochen zu sehen bekommen hat, dann ist nicht auszuschließen, dass wir nochmal ein Überrollen gegen die 3,8 zu sehen bekommen und dass wir dann infolgedessen eben uns diese Post der Fed ausgebildeten Tiefs um 3.700 Punkte nochmal anlaufen. Wie gesagt, positiv ist erstmal sicherlich, dass wir die haben halten können. Also das heißt, ein Bruch unter dieses Niveau hat nicht stattgefunden, aber nichtsdestotrotz unter 3,8 ist die Gefahr weiter akut, dass wir nochmal eine Attacke auf dieses Level zu sehen bekommen. Ich bin sehr gespannt, wie gesagt, wie heute sich dann die US-Märkte nachmittags präsentieren. Wie gesagt, Apple, da werden wir jetzt bei den Einzeltiteln drauf schauen, da sieht es eher durchwachsen aus. Und wenn das auf dem breiten Markt ausstrahlt, ist nicht auszuschließen, dass hier weitere Bearishness folgt. Und ich würde mal sagen, also spätestens unter 3,7 sollten wir uns darauf einstellen, dass es nochmal einen ernsten Lauf in Richtung der 3600er-Region gibt, eventuell sogar tiefer. Und dass dann alle Augen beginnen, sich natürlich zu fokussieren auf die Inflationszahlen aus den USA, die am Donnerstag veröffentlicht werden, wo wir aber nochmal separat einen Blick tatsächlich drauf werfen wollen. Also Schlüssellevel im S&P, 3,8 auf der Oberseite, kurzer Pull-in, mal schauen. Die Öffnung heute Nachmittag, die wird's eigentlich relativ zügig wahrscheinlich zeigen, ob wir uns in der Lage zeigen, die 3,8 rauszunehmen oder nicht. Falls nicht, besteht nochmal die Gefahr einer Attacke auf die 3,7. Dann ist auch in dem Zusammenhang, wäre nur schwer vorstellbar, dass der DAX diese jüngst aufgebrachten Gewinne wird halten können. Da wäre denkbar, dass wir uns im DAX dann noch einmal, ich gehe mal ganz kurz runter hier, dass wir uns im DAX nochmal in Richtung zunächst der 13,4 bewegen, vielleicht unter 13,4 brechen. Das wäre denkbar, dass wir dann nochmal hier den Bereich um 13,2, 13,250 anlaufen. Aber das wäre erstmal abzuwarten. Also während der S&P sich relativ schwach präsentiert, ist der DAX relativ stabil. Also hätten wir jetzt die Wahl, welche Seite wir Short spielen im Aktienindex, würde meine Wahl zu dem schwächeren Titel gehen, also dem relativ schwachen Titel, dem Weg des geringsten Widerstandes, der sich wiederum im S&P findet. Also das ist auf jeden Fall etwas, was wir hier in diesem Zusammenhang im Hinterkopf haben sollten, dass sich US-Equities interessanterweise gerade relativ schwach tatsächlich präsentieren. So, dann werfen wir einen Blick auf die Aktien. Da habe ich einige tatsächlich. Ich will ganz kurz beginnen mit Twilio und dann fortfahren mit ich weiß gar nicht, ob man das hier so gut erkennt, ehrlich gesagt. Müssen wir mal gucken. Und dann fortfahren mit Apple an dieser Stelle. Und zwar Twilio möchte ich deswegen zum Thema machen, weil sich hier ein sehr, sehr schönes, technisches, sauberes Play einfach herauskristallisiert hat, was so ziemlich alles erfüllt hat, was man sich hat wünschen können eigentlich. Ich hatte den Gameplan dafür ja schon vorgestellt gehabt, am Freitag hier im Moment, ich guck mal ganz kurz noch ein bisschen höher, im Morning Meeting und hatte dann in Ergänzung dazu auch hier nochmal einen Gameplan geschrieben gehabt, wie man die Aktie jetzt handeln könnte. Da hatte ich zum Beispiel, ich hatte gleich auch mit Twilio angefangen, auch das Ranking, da kann man manchmal schon so ein bisschen was ablesen, also wo mein Hauptfokus drauf liegt. Ich muss nämlich sagen,
eigentlich war ich auf PayPal fokussiert, also am Donnerstagabend noch, war auf PayPal fokussiert. Und das hatte vor allem damit zu tun, weil ich einfach mit PayPal mehr trading-technisch einfach attraktiveres Umfeld erwarte und einen größeren Hype oder Buzz drumherum. Und dann hat sich allerdings in der Vorbörse herauskristallisiert, dass PayPal nicht ansatzweise so aktiv gehandelt wurde. Ich gucke mal ganz kurz, damit ich die konkreten Zahlen habe. Einen Augenblick. Ich mache mir nämlich immer so ein sogenanntes Preparation Sheet. Hoppala, verklickt. So. Und dieses Preparation Sheet, da füge ich dann immer so Sachen ein. Gap zum Beispiel, Gap-Größe, durchschnittliche Handelsvolumen, Pre-Market-Volumen und so weiter. Also PayPal war heiß am vergangenen Freitag. PayPal war heiß, hat durchschnittlichen Handelsvolumen von 13 Millionen, 1,4 Millionen Stück in der Vorbörse gehandelt, minus 3,6, also rein technisch betrachtet, nach meinen Kriterien, nach meinem Kriterienkatalog, heiße Aktie. Aber ich habe in Twilio habe ich 1,5 Millionen Stücke gehabt. Jetzt würde man sagen, naja, es ist ja nicht viel mehr. Also 1,4 Millionen in der PayPal, 1,5 Millionen in der Twilio, das sind ja nur 100.000 Stücke mehr. Ja, aber in Twilio gehen durchschnittlich eben nur 4,25 Millionen um oder 4,29 Millionen, 4,3 Millionen Aktien ungefähr. Das bedeutet, etwas anders formuliert, wir haben hier ein vorbörsliches Volumen von über 30% des durchschnittlich pro Tag gehandelten, was mir wiederum zeigt, die Aktie ist wesentlich heißer als eine PayPal gerade. Und deswegen ist mein Fokus hier auf PayPal, ganz zu schweigen mal von den Earnings, die ganz klar eigentlich eine Richtung vorgegeben haben im Hinblick auf die Guidance. Also die Earnings waren auch solide, aber die Guidance ganz besonders, die eher schwach war. Und wir haben einfach technisch eine wesentlich attraktivere Konstellation gehabt. Wir hatten neue 52-Wochen-Tiefs hier an dieser Stelle, also deutlich mit einem Gap-Down von über 20% eröffnet. Und in Kombination war das einfach eine Gegebenheit, die sich hat dann sehr, sehr attraktiv. Leider ist das hier nicht so schön. Ich gehe mal auf meinen Chart ganz kurz. Einen Moment. Die sich dann eben hat entsprechend attraktiv, denke ich, handeln lassen. Ich gehe mal auf den Minutenchart tatsächlich sogar schon. So. Und das war auch ein relativ sogenanntes Straightforward Play. Also in der Vergangenheit ist es häufiger mal vorgekommen, dass wir bereits dann in der Vorbörse, also ähnliche Gegebenheiten gehabt haben, super heiße Aktie und dergleichen, aber dass wir einfach dann schon in der Vorbörse, bevor der Handel überhaupt möglich war, für unsererseits hier im CFD-Bereich dann beispielsweise, aber selbst bei denjenigen welchen, die zwar die physischen Aktien handeln, aber vielleicht nicht Zugang zum vorbörslichen Handel haben, dass das relativ schwierig handelbar war tatsächlich. Mir gefällt es auch nicht. Also selbst wenn ich Zugang habe, aber mir gefällt das eigentlich nicht in der Vorbörse, mich bereits aktiv zu präsentieren. Also ich beobachte das alles, aber nichtsdestotrotz, mein Handel fängt erst immer um 15.30 Uhr an. Das ist vielleicht auch mal etwas im Hinblick auf mein Mindset vielleicht, dass ich da mal mich hinterfrage, dass ich da mal schaue, wie ich das weiterentwickeln kann, dass ich auch in der Vorbörse bereits schon entsprechend, wenn sich bestimmte Konstellationen ergeben, aktiv wäre. Aber zurück zu dem Trade. Also wir hatten eben hier um die 48 ein klares Level in der Vorbörse, welches sich herauskristallisiert hat. Wir handelten unter, wir haben es nicht geschafft, die 50, die hatte ich auch im Morning Meeting jetzt zum Thema gemacht, zurückzuerobern. Also das heißt, wir haben immer mal kurze Pops gesehen, allerdings eine Rückeroberung, die sieht definitiv anders aus. Und dann hast du einfach an dieser Stelle ein klassisches Opening Drive Play auf der Short-Seite durch alle Gegebenheiten mit entsprechend eben einem Break unter die 48. Sofort hier sehen wir, als die Öffnung reinkommt, übrigens ganz interessant, Twilio wird an der NYSE gehandelt. Das ist nicht voll elektronischer Handel, sondern hier gibt es sogenannte Specialists oder noch Market Maker, in Anführungsstrichen, die den Handel, in Anführungsstrichen, fast manuell betreuen. Man kann häufiger mal erkennen, dass dann bei solchen heißen Titeln, besonders in der Vorbörse, es mit einer zeitlichen Verzögerung zu einem Opening kommt. Also normalerweise sagst du 15.30 Uhr, beziehungsweise jetzt am Freitag war es 14.30 Uhr durch die Zeitverschiebung, also die Sommerzeit an dieser Stelle, die jetzt wieder zurückgedreht wurde, in Anführungsstrichen. Deswegen haben wir auch jetzt wieder am 15.30 Uhr Opening in den US-Märkten. Aber du sagst 15.30 Uhr, aber es ist bei NYSE Stocks, bei der Nasdaq nicht, aber bei NYSE Stocks ist das so, dass du ab und an eine zeitliche Verzögerung hast, wo wir dann in der ersten Minute des Handels noch keinerlei Action sehen und dann erst der Schalter in Anführungsstrichen umgelegt wird, das Orderbuch geöffnet wird, in Anführungsstrichen, nachdem der Specialist, jetzt wird man sich fragen, warum machen die denn das? Das hat damit zu tun, dass wir eben diesen vorbörslichen Handel sehen und du kannst zum Beispiel dann einen sogenannten Overhang auch manchmal erkennen. Also beispielsweise, dass du in der Vorbörse erkennst, im Hinblick auf die dann anstehende Auktion, die stattfindet, dann siehst du zum Beispiel viele Käufer, viele Verkäufer, die natürlich aufeinander prallen. Und dann ist es so, dass du natürlich jetzt in solch einem Falle beispielsweise einen Überhang auf der Verkaufsseite hast. Also das heißt, es kommen gar nicht so viele Käufer auf Verkäufer, sodass du überhaupt eine ordnungsgemäße Auktion in der Lage bist, auf den Weg zu bringen. Sprich, anders formuliert, du könntest zwar
indem du ja als Market Maker auch zeitgleich Liquiditätsanbieter bist, dich dann auf die Seite der Käufer stellen. Nur ist die Frage dann, welches Risiko nimmst du hier an dieser Stelle bei den ganzen Stücken, die du dann entsprechend offensichtlich abnehmen müsstest, kaufen müsstest? Ist das gerechtfertigt? Und sofern dieses Ungleichgewicht sich einfach zu unattraktiv darstellt, kommt es zu dieser zeitlichen Verzögerung, weil dann eben der Specialist versucht, entsprechend eben diesen ordnungsgemäßen Ablauf dieser Auktion dahingehend zu managen, dass es eben hier zu keinerlei sogenannten Sellout, also sofort zum Opening kommt. Du musst natürlich auch dafür sorgen, dass beispielsweise nicht zu sogenannten Volatility Volatility Stops kommt. Und zwar Volatility Stops im Sinne von, wenn die Volatilität in einem Einzelteil zu groß wird, dann gibt es technische Vorgaben, wenn die zum Beispiel innerhalb eines bestimmten Zeitfensters 5% minus oder 5, ja, plus nicht, nur im Minusbereich oder minus 7, minus 10% gemacht hat, diese Trading Halls, die eingesetzt werden, die gibt es ja auch beispielsweise im Equities-Bereich. Genauen Regeln tatsächlich muss ich jetzt nochmal genau nachschauen. Aber auf jeden Fall, dass du diesen ordnungsgemäßen Handel eben ermöglichst und infolgedessen kommt es dann zu diesen zeitlichen Verzögerungen. Also jetzt vielleicht, weil man ganz genau mal hingeguckt hat und sich gewundert hat, warum 14.31 Uhr eigentlich hier das steigende Volumen nicht um 14.30 Uhr. Wie gesagt, das hat mit den Grund, den ich gerade genannt habe. So, und dann sehen wir entsprechend eben den Break tiefer, ja, sofort unter die 48 und tschüss. Also mehr gibt es nicht zu sagen. Es gab, an dieser Stelle gab es hier, ausgehend von diesem Opening Drive Play, gab es keinen Grund in irgendeiner Form, von diesem Trade Abstand zu halten. Ich hatte gesagt, das kann ich mal ganz kurz hier zeigen, ich hatte hier geschrieben gehabt, kann man im letzten sehen, mit Break der 48 würde ich und das kann man übrigens am Zeitstempel hier auch erkennen. Ich müsste jetzt mal gucken, wo genau der war, aber kann man das hier noch erkennen? Nee, kann man nicht sehen. Doch, da klar, da 13:28 Uhr. 13:28 Uhr, also eine Stunde, das war kurz vor den Non-Farm Payrolls, eine Stunde bevor dieses Play überhaupt stattgefunden hat. Also hat sich perfekt eigentlich herauskristallisiert. Die 48 war schon eine Stunde vorher deutlich erkennbar. Break 48, Momentum Drive, würde ich so lange halten, bis sich eine Veränderung im Charakter der Abwärtsbewegung zeigt. Das ist natürlich jetzt sehr großartig geschrieben, weil wenn man das erste Mal liest, würde man sagen, ja, was ist denn eine Veränderung im Charakter? Ich schaue ein bisschen nach unten, da habe ich dann nämlich nochmal einen separaten. Das ist die Veränderung im Charakter. Also wir sehen diesen starken Abwärtsdruck, dieses Momentum auf der Unterseite. Und in dem Moment, wo Käufer reinkommen, verändert sich eben die Gesamtcharakteristik des Trades, den ich machen wollte. Der Trade war eben ein Opening Drive Short zu spielen, bis sich Käufer zeigen. Und zwar so, wie sie sich hier entsprechend eben zeigen. Und gemanagt das Ganze dann über den EMA und dann an der Stelle hast du hier, also die EMA 9 auf Minutenbasis, und dann hast du hier eben entsprechend den Stop-Out um 44 roundabout. Nochmal, ich tendiere dazu, meine Stops leicht oberhalb bei Short Plays dann an der Stelle, oberhalb dieses runden Levels zu kaufen, weil es nicht selten ist, dass gegen dieses runde Level eben nochmal Abgabedruck reinkommt, genauso wie ich tendiere bei Long Trades, also bei Short Trades oberhalb der runden Level, bei Short Trades knapp unterhalb der Level. Also in dem Fall ist es dann eben die 44.05 gewesen, an dieser Stelle, wo dann der Stopout war. Und das ausgehend, wie gesagt, von dem Bruch unter die 48 eben mit diesem Momentum auf der Unterseite spielend. Also das heißt, da waren alle Gegebenheiten eigentlich perfekt für dieses Play. Es haben sich dann auch noch weitere Möglichkeiten gegeben, übrigens hier Twilio Short zu handeln. Das war erstmal relativ unattraktiv, was wir hier gesehen haben. Also nach diesem Opening Drive Play. So, dann erstmal munter putzen, weitermachen, in Anführungsstrichen. Dann schaust du dir hier diese Konsolidierung an. Du siehst eine Konsolidierung, die deutlich unterhalb vom volumengewichteten Durchschnittspreis sich darstellt. Die Aktie richtig ausverkauft, zu diesem Zeitpunkt schon minus 30% an dieser Stelle. Und dann habe ich eben hier festgestellt, auch das ist ein rundes Level. Also man kann das relativ deutlich erkennen, das ist die 43. Also jenes Level, 44 war es, Verzeihung. Jenes Level, welches sich dann eben nach diesem ausgebliebenen schärferen Bounce, nach diesem scharfen Drive tiefer, wo man sieht, da kommen keine Käufer rein, eben hier als Unterstützung herauskristallisiert, knapp oberhalb der bis dato ausgebildeten Tagestiefs um 42,60. Und dann sage ich an dieser Stelle, in dem Moment eigentlich, wo wir die 43 brechen, hast du hier den nächsten Short. Mit einem knappen Stop oberhalb der Konsolidierung, die sich herauskristallisiert, also auch ein ganz kurzfristiger Trade. Und dann hast du allerdings so ein bisschen die Frage, die solltest du dir gleichstellen. Und zwar, welchen Trade machst du jetzt an dieser Stelle eigentlich? Machst du nochmal so ein Scalp, in Anführungsstrichen, oder so ein Momentum-Play?
Dann fliegst du hier raus. Denn in dem Moment, wo du hier dieses Momentum siehst, aber nur wie marginal die Tiefs rausnehmen, aber kein weiteres Momentum tief sehen, hast du eigentlich an dieser Stelle, hast du keinen Grund mehr, diese Position zu halten. Oder machst du einen sogenannten Move-to-Move-Trade? Der braucht ein bisschen Zeit, um sich zu entwickeln, meiner Einschätzung nach. Vielleicht hast du den gar nicht hier sogar, sondern den hast du erst hier, als die 43 nicht zurückerobert werden kann. Also, wenn man ganz genau hinschaut, dann wird man feststellen, da gab es einen kurzen, in Anführungsstrichen, Stuff in diesem Bereich. Also, hier wurden wir relativ scharf rejected. Ja? Wir brechen tiefer. Gibt es einen ersten Short versucht und driften wir tiefer. Läuft nicht so wirklich an. Hast du hier wahrscheinlich eventuell schon einen Grund, auch drüber nachzudenken, den Stop rauszunehmen. Als du dann aber hier nochmal reinläufst in die 43 und siehst, dass wir diese Hochs nicht in der Lage sind, rauszunehmen, beziehungsweise die 43 zurückzuerobern, hast du eigentlich durchaus legitim hier nochmal einen Grund, dich short zu positionieren und dann dieses Momentum nochmal auf der Unterseite zu spielen. Das wäre der zweite Trade gewesen und das läuft alles in der ersten Hälfte des Handelstages, also bis in unserer Zeit dann 5 Uhr ab, erste Hälfte des Handelstages im Falle der US-Märkte durch die Zeitverschiebung, das ist jetzt nicht 6 Uhr, sondern eine Stunde vorher eben 17 Uhr schon gewesen. Und ja, das war einfach Twilio. Danach kommt nicht mehr viel. Also kannst du hier sehen, die sauberen Bewegungen kommen dort zur Eröffnung, kommen hier in diesem Momentum-Move. Hier passiert nichts mehr. Und nächste Aktie, also abgearbeitet, nächste Aktie, also in dem Fall ist es Freitag, also in dem Fall ist es dann wahrscheinlich eher Wochenende. Aber einfach mal eine kleine Nachbetrachtung, was sich aus dieser Price-Action, aus so einer News eben machen lässt. Und man wird auch feststellen, der Haupt Katalysator hierfür waren einfach die Earnings und der Umstand, dass die Aktie richtig heiß war. Im Falle von PayPal habe ich schon rausgenommen. Im Falle von PayPal war das einfach nicht so heiß. Das war eine wesentlich durchwachsenere Vorstellung, beziehungsweise durchwachsen im Sinne von, eigentlich waren die Earnings sehr solide, aber der Ausblick, der war eher durchwachsen, also eher die Short-Seite favorisieren. Aber du hast dann auch in der Price-Action gesehen, ich kann ja mal ganz kurz hier aufmachen, du hast dann aber dennoch in der Price-Action halt gesehen, so wirklich Abgabedruck war nicht, weil, naja, so schwach waren die Earnings eben halt nicht. Also, wie gesagt, man könnte das gleiche auch für Twilio-Anwendung finden lassen, aber da spricht die Price Action eine klarere Sprache. Hier zum Beispiel hast du eine Möglichkeit, nach dem initialen Drive höher, das hatte ich hier geschrieben gehabt, auf die 75, wenn man ein bisschen nach unten, Moment, ein bisschen nach oben fährt, hatte hier gesagt, einerseits kann ich mir einen Stuff in den Bereich 74, 75 vorstellen und überrollen ebenfalls, aber oberhalb von 72 ist der Modus nicht klar Short, also eher Vorsicht. Das war bei Twilio ganz anders. Also da hast du wirklich alles Checks in deine Richtung, wo du einfach sagst, okay, neue 52-Wochen Tiefs sind nicht in der Lage, irgendwie Käufe überhaupt zu sehen, irgendeine Aufwärtsbewegung auf den Weg zu bringen. Wir überdehnen massiv zur Eröffnung nach diesem Opening Drive. Wir sehen keinerlei Bounce Back oder irgendwie gar nichts. Da kommen keine Käufe rein. Das war eben hier nicht klar deutlich. Also die charttechnische Konstellation, auch unter dem Halten zum Beispiel also nachbörslichen Tiefs, nachdem die Earnings veröffentlicht worden sind, auch das ist ein klares Signal eigentlich, wie die News interpretiert werden. Also sei es auf der Short-Seite, sei es auf der Long-Seite, wir können das gleich auch spiegeln und dann hast du ein Long Setup bei einem sehr, sehr starken Earnings Release. Und also du siehst hier 75 Schwierigkeiten. Wir rollen über, ja. Wir rollen über, wir brechen zusammen zurück unter den Rewop. Das kannst du schon als Short möglicherweise in Betracht ziehen. Dann haben wir hier den Versuch, die 72 zurückzuerobern. In dem Bereich vielleicht ein kleiner Short. Kleiner Versuch vielleicht in der Erwartung, dass wir doch noch überrollen und uns dann in Richtung der 70 präsentieren. Aber in dem Moment, wo du hier siehst, wir gehen über den volumengewichteten Wohlstandspreis zurück und wir halten die 72, die man vorher hatte, auch auf der Vorbörse identifizieren können, sonst hätte ich sie ja nicht niedergeschrieben, da bist du dann raus aus dem Trade. Und dann kommt eben auch nichts weiter tatsächlich. Und das ist das, ich glaube, dass das passt in Kombination relativ gut. Wenn ich diese zwei Aktien habe, also zwei Märkte, einmal Twilio und einmal PayPal. Dann kann man an diesem Beispiel relativ gut schon erkennen, was ich damit meine, wenn ich sage, den Weg des geringsten Widerstandes wählen. Den findest du bei Twilio, den findest du nicht bei PayPal. Und deswegen ist es zum Beispiel auch so, es gibt häufiger mal die Frage, oder was heißt häufiger mal die Frage, mal so eine Anmerkung, dass es heißt, na, ich trade nur, weiß ich nicht, was nehmen wir jetzt als Aktie? AMC. Ich trade nur eine GME. Ich trade nur Meme-Stocks. Ich trade nur eine Tesla. Ich trade nur eine Apple. Ich kann das zwar nachvollziehen, aber es ist wie gesagt, es macht das Trading in Anführungsstrichen unnötig schwer. Weil
es gibt eben in Anführungsstrichen einfachere Plays. Also nicht, dass Trading einfacher wird, aber Trading an sich ist schon vereinnahmend genug. Jetzt nicht nur in Bezug auf die technischen Gegebenheiten, sondern auch im Hinblick auf zum Beispiel die emotionalen Aspekte. Und deswegen ist es so wichtig, eben sich diese Kirschen schon rauszupicken, ausgehend von welchen man dann entsprechend sein technisches Verständnis umsetzt. Und genau so versuche ich das eben zu handhaben innerhalb meines Tradings. Ich sage nicht nur pauschal, ich trade zum Beispiel nur den DAX oder ich trade nur den S&P, sondern ich erweitere dieses Spektrum und versuche eben dann, ausgehend von meiner entsprechenden Checklist, zu sagen, wenn diese Punkte erfüllt sind und dann sich auch die technischen Gegebenheiten entsprechend darstellen, gibt es eigentlich keinen Grund, warum ich hier nicht diese Aktie heute handeln sollte, die ich vielleicht noch nie vorher getradet habe, aber die Gesamtgegebenheiten sind einfach so optimal und der Weg des geringsten Widerstandes, der ist einfach erkennbar, dass... Also es springt ein regelrecht an, dass man sich dann eben hauptsächlich auf diese Plays fokussiert. Also ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel mal dafür gewesen, wenn der ein oder andere sich das Morning Meeting anhört und nicht mehr weiß, was meine ich eigentlich mit Weg des geringsten Widerstandes. Das ist das, was ich meine. Wie gesagt, wir haben eine PayPal, wir haben eine Twilio, wir haben diese zwei Plays, auch eine Coinbase, wir können die jetzt noch ergänzen, aber da war gar nichts. Aber dann hat man eine Vorstellung davon, was ich damit meine. Ich habe diese Wahl, ich vergleiche die beiden miteinander und dann stelle ich einfach fest, das sieht wesentlich klarer und deutlicher aus. Da liegt mein Fokus. Die lasse ich erstmal so links liegen. Wenn ich ein Play mache, dann ausgehend, wie gesagt, von gerade vielleicht so ein 72er-Play oder sowas, in Anführungsstrichen, gegen dieses Level. Aber das ist nicht das, was ich dann wiederum, und da kommen wir wieder zur nächsten Überlegung, als A-Setup abstempeln würde. Ein A-Setup ist Twilio. Das ist ein wirkliches A, das ist super sauber, das ist das, was ich sehen möchte. Da bin ich auch willens, Risiko zu gehen für den Trade, von meinem täglich vereinbarten, für mich vereinbarten Stop, oder beziehungsweise ja, Stop-Loss-Level einfach, meiner Summe, die ich pro Tag willens bin, auf den Tisch zu legen. Bei PayPal ist es so, dass ich sage, probieren wir mal 10-15% des Stops, wenn überhaupt. Eventuell spare ich mir auch das mentale Kapital an dieser Stelle, einfach weil das Play nicht sauber genug, nicht offenbar genug eben tatsächlich ist. Und hier wird man dann feststellen mit der Zeit, dass es eben zu einer ganz natürlichen Skew kommt in der Kapitalkurve auf der Oberseite, resultierend aus dem Umstand, dass man für seine Top-Plays, für das, wo man willens ist, auf den Tisch zu legen und wo der Weg des geringsten Widerstands gegeben ist, dass man eben um ein Vielfaches mehr verdienen kann, als diese Plays, wo man eben durchwachsene Vorgaben hat. Das ist so ein ja, rein raus Mickey Maus, das ist so nicht klar, das ist nicht Fisch, das ist nicht Fleisch. Ja, so, das vielleicht noch ganz kurz zum Thema Trading Education. Welche Aktien könnten heute für den Tag heiß sein? Earnings-Kalender, wir haben in der Vorbörse, haben wir Palantir, haben wir BioNTech, müssen wir mal gucken, ob sich da was ergibt tatsächlich. Eventuell, wie gesagt, sind es aber heute ganz besonders eben Meta, die taucht, glaube ich, auch hier auf, ja, mit 3,7%, 260.000 gehandelter Stücke, das ist deswegen erwähnenswert, weil Meta hier 38 Millionen Stücke handelt, also das heißt, heiß ist er noch nicht, aber sie ist zumindest mal schon lauwarm, also im Vergleich zu anderen Titeln. Das ist ganz interessant. Das ist ein Big Tech Name, der auch sehr beaten down ist, wie wir sehen werden. Ich mache mal kurz hier auf. Habe ich die? Wo habe ich sie? Da habe ich die Meta. Ja, also wir haben ja infolge der Earnings nochmal einen richtigen Ausverkauf zu sehen bekommen. Sehr, sehr scharfe Beschleunigung nochmal auf der Unterseite, möchte man vielleicht sogar sagen, ja, also ein sauberer Abwärtstrend und jetzt fangen wir an, so ein bisschen eine Bodenbildung vielleicht zu vollziehen und Haupttreiber scheint eben diese News zu sein, dass sich Massenentlassungen herauskristallisieren. Das ist ja sowieso auch etwas, was ich ganz interessant finde, jetzt im Hinblick auf Twitter, zum Beispiel nach der Musk-Übernahme. Twitter hat jetzt ja ebenfalls Massen-Layoffs auf den Weg gebracht, also Massenentlassungen, womit gerechnet werden konnte. Die Sache ist nur die, und das ist, glaube ich, auch das, deswegen der Aufschrei auch besonders eines bestimmten Bereiches, eines bestimmten politisch orientierten Spektrums, so möchte ich es mal bezeichnen, vielleicht der Aufschrei so groß ist. Die wissen schon, dass das, was sie so in Anführungsstrichen leisten, also ich weiß nicht, ob mir das zusteht, als Feedback zu geben, aber dass das eventuell jetzt nicht so produktiv ist, nicht so werthaltig ist. Was meine ich? Also das kennen wir vielleicht aus unserem persönlichen Umfeld. Wenn wir uns mal umhören, mal mit einem Startup konfrontiert waren in irgendeiner Form, ein junger Mensch, der vielleicht dynamisch durchstarten will und die Vision hat und dergleichen, dann fragt man sich manchmal, ist das wirklich so visionär? Aber die Jobs, die dann dort eben aus dem Boden sprießen, die dieses Projekt zum Laufen bringen sollen, die
werden erstmal geschaffen und vor allem werden die auch sehr, sehr attraktiv bezahlt. Das war möglich im Laufe der letzten 10 Jahre. Das war einfach deswegen möglich, weil eben viel billiges Notenbankgeld unterwegs war. Und Investoren, die einfach nach der nächsten Google im übertragenen Sinne gesucht haben oder nach der nächsten Tesla vielleicht auch in irgendeiner Form, also im Social-Media-Bereich oder beziehungsweise im Bereich digitale Medien, wird es wahrscheinlich weniger Tesla handwerklich sein, als eher Richtung Google gehen. Statt sein Geld einfach auf dem Bankkonto versauern zu lassen, nimmst du es eben und investierst es beispielsweise in solche Startups. Und solche Investoren, die haben sich auch wirklich in Anführungsstrichen bequatschen lassen. Also du konntest dir im Grunde genommen ja die tollste Vision vom Zaun brechen und die sind mit glänzenden Augen, sind die aus solchen Meetings mit diesen Startups, mit dieser heranwachsenden Generation eben hervorgegangen. Und dann hat sich relativ zügig allerdings gezeigt, also immer wieder auch bemerkbar gemacht, diese Leute, diese wohlfeilen und hoch trabenden Jobtitel teilweise hatten. Also die waren jetzt nicht so wirklich erfolgreich oder diese Startups, die waren größtenteils eher Geldvernichtungsmaschinen, möchte man fast sagen. Und besonders als in Anführungsstrichen älterer oder jemand, der vielleicht auch im Handwerk tätig war, der noch anpacken musste, war das überhaupt nicht verständlich, warum man da so viel Geld in diese einzelnen Bereiche eben investiert. War vielleicht aber noch demütig und hat gesagt, naja, vielleicht sehe ich einfach die große Vision, das große Signal dahinter eben tatsächlich nicht. So, warum mache ich das zum Thema? Nun, weil es jetzt zu einem deutlichen Switch kommt. Geld wird teurer. Investoren überlegen sich zweimal, in welche Startups sie investieren. Und diejenigen, welchen Unternehmen, die sich haben vielleicht etablieren können, zum Beispiel Twitter, die einen recht fetten Speckgürtel angesetzt haben und viele Leute beschäftigt haben, die allerdings gar nicht so wirklich, sag ich mal, produktiv waren vielleicht, die werden jetzt einfach mal eiskalt gefeuert. Die braucht man nicht mehr, um diese Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Und das ist etwas, da geht Musk halt nimmt eine Vorreiterrolle ein. Da kann man von ihm halten, was man will. Da kann man auch mit ihm d'accord gehen oder nicht d'accord gehen. Aber unterm Strich ist das gefährlich, in Anführungsstrichen, für viele andere dieser Startups und Social Media Companies, wie zum Beispiel auch Meta, Facebook beispielsweise, weil sich einfach auch da dann früher oder später Aktionäre die Frage stellen werden, im Falle jetzt von Facebook Meta, brauchen wir eigentlich so viele Mitarbeiter? Also wenn man jetzt mal beispielsweise auf Meta sich anschaut, wir reden einfach mal hier von da stehen die, wo haben wir sie denn? Employees? Stehen die hier nicht mehr drin? Doch, da, Employees. 87.000 Mitarbeiter, die Facebook hat. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, ich weiß nicht, wie die Workload da tatsächlich ist, aber 87.000, das ist schon fesch. Also das ist schon mal eine Hausnummer. Und jetzt ist die Sache die, wenn wir jetzt eben diese Massenentlassung bei Twitter beispielsweise sehen, und selbst Twitter ist ja noch schon relativ klein eigentlich, ich glaube, die hatten etwas unter 10.000 Mitarbeitern, dann ist das natürlich durchaus was sich jetzt auf breiter Front eben bemerkbar machen kann, was sich dann auch bemerkbar machen wird, potenziell in den Arbeitslosenzahlen, meiner Einschätzung nach. Das heißt also mit zeitlicher Verzögerung, dieser negative Aspekt im Hinblick auf den Arbeitsmarkt dann durchschlägt, der restriktive geldpolitische Kurs seitens der Fed, was vielleicht dann auch wiederum zeigt, warum auf diese Non-Farm-Payrolls nach dieser Rhetorik eher eine bullische Reaktion tatsächlich erfolgt. Aber unterm Strich ist auf jeden Fall das jetzt etwas, was jetzt anfängt, Einzug zu halten. Und wie gesagt, infolgedessen Kostensparnis nach dem massiven Ausverkauf zeigt eben, dass das offensichtlich in der Vorbörse damit quittiert wird, dass die Aktie schon verhältnismäßig aktiv dann auch entsprechend getradet wird. Heute auch potenziell heiß ist, also wir können es hier deutlich sehen. Meta steht am Top, in Anführungsstrichen. Normalerweise steht da eine Tesla oder eine Apple tatsächlich. Und mit 281.000 ist das potenziell für heute vielleicht eine Aktie, die von Interesse ist. Wobei ich mir erstmal ein Play in Anführungsstrichen überlegen müsste. Also die Rückeroberung hier der 91, wir sehen jetzt in der Vorbörse, wird die bei 94 gehandelt. Die findet also hier tatsächlich schon statt, oberhalb dieser Hochs. Widerstandsbereich, der kommt ungefähr, erster Widerstandsbereich kommt um die 95 rein. Das ist so der Bereich um die Hochs von letzter Woche, ich guck mal kurz, Mittwoch, der hier ausgebildet worden ist. Oberhalb der 95 vielleicht, Potenzial bis 97. Möglicher Long-Kandidat. Also sollten wir einen kurzen Flash in irgendeiner Form sehen, gucken wir mal kurz in der Vorbörse. Meta, hab ich die hier offen? Nee, schon rausgenommen. Moment. Oh, hoppala, das war einer zu wenig. Können wir mal kurz gucken.
94, vielleicht die 93. Kurzer sogenannter Flush. Ja, halten oberhalb des volumengewichteten Durchschnittspreises. Jetzt in der Vorbörse noch nicht aussagekräftig, aber das wäre jetzt wahrscheinlich so, wo ich sagen würde, ja, 94 ungefähr. Schlüssellevel vielleicht darunter die 93. Dass wir kurz mal so einen Spike sehen auf der Unterseite, den allerdings dann zurückkaufen. Im Übergeordneten vielleicht auch sich aufhellenden Bild. Wie gesagt, hängt vieles davon auch ab, was wir mit Apple zu sehen bekommen. Da werfen wir gleich einen Blick drauf. Aber eher ein Long-Kandidat, offensichtlich. Also reagiert positiv zunächst mal, ist sehr beaten down. Also auch auf die Earnings, auf die just jetzt veröffentlichten, nicht auszuschließen, dass wir vielleicht versuchen, zu einem Gap-Close anzusetzen. Dass wir früher oder später uns in Richtung und über die 100-Dollar-Marke eben zurückhangeln. Zunächst einmal, wie gesagt, warten wir mal ab, ob wir in der Lage sind, die 93, vielleicht die 92 zu halten. Auch so eine kleine Konsolidierungszone hier gewesen, ungefähr. Und dann, dann würden wir bei einem erneuten Aufdrehen über oder auch über Drive, über den volumengewichteten Durchschnittspreis und den Eröffnungspreis eher die Long-Seite eben tatsächlich in Meta spielen. Also das ist der Haupttreiber in Meta. Die also potenziell für heute ein Kandidat, auch Apple ein Kandidat, wobei die noch relativ dünn, ehrlich gesagt, gehandelt ist. Also wenn die News wirklich hot wäre, also wirklich heiß, dann würden wir noch ein bisschen was anderes in der Vorbörse sehen. Also wir sehen hier Platz 3 aktuell, 175.000 Stücke, minus 1%. Was ist der Grund hierfür? Corona-Lockdown verzögert iPhone-Lieferung, lief heute Nacht über den Ticker. Ist das eine große Überraschung? Ich muss sagen, ich glaube nicht. Also ich glaube, diese Produktions Engpässe oder auch das Rückfahren der Produktion, ich glaube, das hatte sich schon abgezeichnet. Da hatte Apple ja auch ein bisschen zurückgerudert gehabt. Jetzt haben wir, wie gesagt, diesen Corona-Ausbruch am Produktionsstandort in China. Das ist in Zhengzhou. Ja, genau, da in Zhengzhou. Ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Das ist der aktuelle Treiber, aber wie gesagt, eigentlich etwas, was größtenteils baked in ist, weil das konnte man im Laufe der letzten Wochen, glaube ich, erwarten. Ich glaube, das lief auch schon mal in irgendeiner Form über den Ticker, dass man sagte, da sollte man eventuell ein bisschen vorsichtig sein mit einem zu optimistischen Ausblick, auch für das vierte Quartal, den Apple ja vorgelegt hat, einfach ausgehend von möglichen Lockdowns, jetzt neben den sowieso auch darüber hinausgehenden Rezessionsängsten, Inflation und so weiter. Wie gesagt, wird derzeit erstmal mit Abschlägen quittiert. Schlüssellevel dürfte meiner Einschätzung nach hier, vielleicht sehen wir es im Daily noch ein bisschen besser, dürfte ungefähr der Bereich um 135 sein. Also wenn wir den überhaupt anlaufen, sofern wir überhaupt da so eine Attacke sehen, unter 135, glaube ich, da würde es richtig trüb werden. Da würden wir auch ausgehend von Apple dann mit einem Bruch tiefer deutlich auch in Richtung 3,7 im S&P, auch im Nasdaq dann auf der Unterseite performen, präsentieren und dann rücken nochmal die Jahrestiefs im Bereich um 130 in den Mittelpunkt des Geschehens. Bis hierhin würde ich allerdings die News erstmal nicht überbewerten. Also auch wenn es eine Market Stock ist und wenn Apple jetzt ebenfalls Schwierigkeiten bekommt, dann wird dieses bullische Intermezzo hier folgend auf die Earnings mit diesem starken Drive, auch dem harten Abprall erneut, allerdings dann gegen die 200-Tage-Linie, erstmal der Attacke auf, aber jetzt auch dem harten Abprall, könnte das anfangen, auf dem breiten Markt durchzuschlagen. Ich würde allerdings es erstmal nicht überbewerten. Schauen wir mal, ob die 135 hält. Wenn sie bricht, dann haben wir Ziel 130 auf der Unterseite. Wenn sie gehalten werden kann, dann Long möchte ich Apple derzeit auch nicht wirklich sein, aber dann ist zumindest ein Rücklauf über 140 denkbar, Richtung 145 eventuell sogar. Aber Hauptfokus der Läge erstmal ausgehend von dem höheren Volumen eben auf einer Meta, auf der Facebook-Aktie. So, also das zu den Einzeltiteln, das zu den Aktien. Also Meta am interessantesten. Wir wollen natürlich noch einen Blick werfen auf die Devisen und hier natürlich einen ganz besonderen Blick werfen auf den Euro-US-Dollar, der heute früh eine Attacke nochmal auf die Parität zu dieser angesetzt hat. Hier wird es jetzt interessant, auch nicht überraschend, ehrlich gesagt, dieser Kursverlauf. Wir werden es gleich auch noch bei Gold sehen. Gold hat ja auch einen ziemlich harten Lauf, nicht nur gesehen, sondern auch jetzt eine Attacke, setzt so eine Attacke auf eine übergeordnete Abwärtstrendlinie an. Aber was ich interessant finde, vielleicht sieht man es hier sogar auf der Stunde ein bisschen besser. Das war die Fed am Mittwoch und wir haben gesehen, da gab es eine Bearishness drauf. Warum? Nun ja, wir haben eine restriktive Rhetorik zu hören bekommen von Jay Powell. Kurz einen Blick bitte. Eine restriktive Rhetorik von Jay Powell zu sehen bekommen im Hinblick auf das nächste Jahr, die so nicht erwartet werden hat können. Also mit Leitzinsanhebung deutlich über, oder das Leitzinsniveau deutlich über 5% seitens der Fed eben führt.
Und das ist natürlich wiederum etwas, was hier negativ durchschlägt dann für den Euro-US-Dollar, weil zeitgleich ja die EZB sich verhältnismäßig dovish eigentlich geäußert hatte. Also man sagt von Meeting zu Meeting, schauen wir uns jetzt mal die nächsten Inflationszahlen eben beispielsweise an, beziehungsweise auch die Gesamtsituation, sind weitere Zinsschritte überhaupt unsererseits aggressiver Form nötig, also aggressiv auch 75 Basispunkte. Wir sind ja dann mit 2% noch weit unter dem, was eigentlich die Fed uns hier präsentiert. Und dadurch weitet sich natürlich das Zinsdifferenzial wieder aus, was dann erstmal den Euro zum US-Dollar unter Druck bringt. Nun aber das Interessante, wir haben angefangen, eine Stabilisierung zu sehen zu bekommen und auf die Non-Farm-Payrolls eine bullische Reaktion, also der Markt, also auch wenn sich das in Equities bis jetzt noch nicht widerspiegelt, was ich interessant finde. Wie gesagt, also eventuell hat das vor allem damit zu tun, dass einfach jetzt der Blick Richtung China geht, Richtung Zhengzhou, Covid-Lockdown, in dem Zusammenhang eben Apple als Marktaktie davon potenziell negativ betroffen ist. Vielleicht ist das der Grund. Aber in anderen Makro-Bereichen, also sei es im US-Dollar oder beispielsweise auch in Gold, ist deutlich erkennbar, dass diese News, also diese Arbeitsmarktzahlen keineswegs bullisch interpretiert werden. US-Dollar also eher abverkauft wird. Aber was noch viel interessanter ist, ist die Price Action. Wir sind nämlich mittlerweile jetzt sogar über die Hochs post erstmal der FED-Ankündigung gelaufen und deutlich auch können es oberhalb hier des Ausgangsniveaus dieser Kommentare von Jay Powell halten. So ungefähr im Bereich so um 98, 90, 99 Pi mal Daumen. Das ist mega stark, weil das nämlich zeigt, dass wir offensichtlich nach unten erstmal fertig zu sein scheinen. Jetzt mal schauen, ob wir weitere Aufschläge sehen, die uns Richtung 101 führen und über dieses Niveau. Aber in Summe ist das erstmal eine recht starke Vorstellung und unterstreicht, dass der US-Dollar einen Großteil vielleicht seines Laufs übers Jahr 2022 schon abgeschlossen zu haben scheint und jetzt eben dann vielleicht mit einer Saisonalität sich beginnt, eher eine US-Dollar-Schwäche vielleicht herauszukristallisieren. Ich bin auch sehr gespannt, was dann die Midterm-Elections in dem Zusammenhang bringen. Nicht, dass sie jetzt da wirklich große Impulse setzen, weil wiederum auch hier erstmal politische Börsen haben sowieso kurze Beine, aber vor allem ist es auch so, ich glaube, viele erwarten eine sogenannte Red Wave, also das heißt ein Wahlerfolg seitens der Republikaner in den USA. Ob sich das dann auswirkt, müsste man wahrscheinlich mal schauen. Ich habe jetzt keine, ich habe nichts vorbereitet oder dergleichen, ob das wirklich dann auch nochmal den US-Dollar in die eine oder andere Richtung eher begünstigt. Aber summa summarum, die Price Action ist schon mal sehr vielversprechend für die Euro-Bullen in Anführungsstrichen, sofern es die überhaupt noch gibt. Nicht auszuschließen, dass wir innerhalb der nächsten Tage diese Aufwärtsbewegung weiter auf der Oberseite fortschreiben und uns Richtung 101 erstmal bewegen. Ich gehe aber nicht weiterhin davon aus, rein fundamental, dass es hier zu einer deutlichen, zu einem Rücklauf über die 200-Tage-Linie käme. Also das heißt, ich bleibe weiter eigentlich den US-Dollar übergeordnet bullisch. Nichtsdestotrotz in Summe einen Bounce in Richtung der 200-Tage-Linie und austoppen knapp unterhalb von 1,05 scheint im Bereich des Möglichen. Also kurzfristig orientierte Trader, die suchen aktuell in Euro-US-Dollar wahrscheinlich eher nach Long-Engagements. Auch im Blick wert natürlich Dollar-japanischer Yen. Auch hier nach der jüngsten Price-Action und dem jetzt allerdings nicht erobern der 149 folgend auf die Fed. Das ist ein klarer Change in Character. Also die Divergenz zwischen US-Dollar und japanischem Yen im Hinblick auf das Zinsdifferenzial, die bleibt weiter. Das Tor in Anführungsstrichen bleibt sperrangelweit auf. Und ausgehend hiervon ist das eine deutliche Veränderung im Charakter und die Wahrscheinlichkeit eines eher früher als später nochmaligen Tests der 145, eventuell sogar einer etwas tieferen Korrekturbewegung, vielleicht sogar eines Laufs in Richtung 140, scheint mir durchaus im Bereich des Möglichen zu sein. Problem ist, wir haben, wie gesagt, ein unglaublich großes Zinsdifferenzial. Das heißt also, für Carry Trades ist das alles andere als attraktiv, Dollar, japanischen Yen von der Short-Seite zu spielen. Aus rein research-technischer Perspektive würde ich sagen, ist ein Short angemessen. Und wie gesagt, Ziel ist erstmal die 145, mit dem Bruch tiefer sind weitere Abschläge denkbar. Kurzfristig sehen Sie jetzt hier, ganz interessanter Bereich, das war so die Region hier von Freitag, also das heißt die US-Dollar-Korrektur, die eingeleitet wurde, die Tiefs, die wir hier angelaufen sind, das war ungefähr der Bereich so um 146,50, 146,60 Pi mal Daumen. Wir setzen zurück in diesen Bereich jetzt aktuell gerade, nach einem jetzt erneut recht scharfen Drive eigentlich auf der Unterseite.
Wenn wir uns unterhalb 146,80, rundgesprochen unterhalb von 147 halten, könnte ich mir vorstellen, wäre Short ganz interessant mit dem Ziel, dass es zu einem Break unter die 146 kommt und mit weiteren Abschlägen dann im US-Dollar, wobei der Wirtschaftsdatenkalender verhältnismäßig dünn ist. Jetzt könnte es aber sein, dass das der Wegbereiter dann für einen Lauf in Richtung der 145 eben im Dollar-japanischen Yen ist. Ich glaube, viel spannender wird allerdings sein und deswegen wollen wir natürlich final auf jeden Fall noch einen Blick werfen auf die Rohstoffe und hier auf Gold. Viel spannender wird das sein, was wir in Gold haben. Und die aktuelle Konstellation, also Bodenbildung scheint voranzuschreiten. Potenzieller sogenannter Triple Bottom, ja, also dreifach Boden, der hier herauskristallisiert wird. Was aber jetzt viel brisanter ist, ist der Umstand, dass wir diese Abwärtstrendlinie attackieren. Und mit einem Bruch höher ist nicht auszuschließen, dass das dann auch der Wegbereiter Richtung 1700, hoppala. War der falsche, also in der Linie ziehen, so, dass das der Wegbereiter ist in Richtung hier dieser Widerstandsregion um 1730 zunächst, darüber dann die 1800er Region aktiviert, also auch hier ein Retest der 200-Tage-Linie eventuell ansteht. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, wie traden wir das am besten, weil das doch ein relativ steiler Kursverlauf ist. Also erstmal, ich finde es positiv, was wir jetzt hier gesehen haben, Break höher, erstmal über diese, auch vor der FED ausgebildet oder durch die FED ausgebildeten Hochs, diese Extreme um 670 Pi mal Daumen. Und halten vor allem. Also das heißt, wir haben jetzt nicht nur einen Bruch höher am Freitag gesehen, wo wir ja sagen können, das ist hier ein Paradebeispiel eigentlich für ein V, was wir eingezeichnet haben. Aber die Nachhaltigkeit, die muss ich erstmal jetzt unter Beweis stellen, hat sie meiner Einschätzung nach dadurch, dass wir diese Hochs haben, bis dahin halten können. Und jetzt, wie gesagt, das ist ein bisschen suboptimal eigentlich, aber man könnte in Betracht ziehen, einen Break über 1680 long zu traden. Und zwar in Antizipation auch des übergeordneten Bildes eines weiteren bullischen Drives, weil das eine übergeordnete, sehr, sehr signifikante Abwärtstrendlinie ist. Und arbeitet eigentlich mit einem Stop hier unterhalb der 667. Denn unterhalb dieses Levels müssen wir nicht sehen, dann ist der bullische Modus zwar noch nicht komplett gebrochen, aber eine tiefere Korrektur scheint auf jeden Fall denkbar. Also das scheint mir durchaus ein ernstzunehmendes Szenario hier für die Oberseite eben tatsächlich zu sein. Und ja, Gold scheint mir nach dieser Vorstellung hier durchaus bullisch zu sein. Auch wenn man sich mal überlegt, wie viel jetzt der Hawkishness eingepreist ist. Also viel hawkischer kann es kaum noch werden, möchte man fast sagen. Und der nächste potenziell bullische Katalysator, der findet sich meiner Einschätzung ja auch relativ zügig dann mit den Inflationszahlen am kommenden Donnerstag. Das bedeutet also, sollte hier nicht ein klares Signal herauskristallisieren, dass wir eine Inflation sehen in den USA deutlich zurück unter die, deutlich zurück unter die 8%-Marke. 8%-Marke ist das Level. Dann wäre das etwas, was hier ein deutlicheres Auspreisen dieser recht hawkischen Haltung folgend auf diese Kommentare von Fed Chairman Powell eben nach sich ziehen könnte und was dann eben dazu führt, dass wir hier relativ schnell zügig tief auch über die 1700 laufen. Also dann ist, glaube ich, die 1800 ein sehr realistisches Ziel auf der Oberseite. So, und das wär's. Das wär's dann soweit erstmal meinerseits gewesen. Ja, die Zeiten sind, die Frage ist gerechtfertigt, Martin. Ich habe es auch nicht wirklich verstehen können. Ja, Martin fragt, wer braucht denn wirklich Facebook zum Leben? Da bin ich ganz deiner Meinung, aber Facebook war ja auch gestern. Also ich erinnere mich noch dran, das war mal ein ziemlicher Hype. Aber das ist schon 10 Jahre her. Das war noch vor dem Börsengang damals. Ich glaube, mittlerweile ist das ist der Mittelpunkt des Geschehens, der Mittelpunkt des Lebens, besonders der jüngeren Generation, Richtung Instagram geswitcht. Ne? Was extrem anstrengend ist, ehrlich gesagt. Wenn man nämlich zum Sport geht beispielsweise und dann diese Halbstarken dort immer sieht, die sich dann meinen, vor den Spiegeln fotografieren zu müssen. Ja? Ey, Digga, guck mal, mein Bizeps, das, ich weiß nicht, das ist immer ein bisschen schwierig, ja. Ey, Digga, geh mal zur Seite, der Papa möchte ein bisschen trainieren. Ne? Und das wird dann bei Instagram eben gepostet tatsächlich. Ich, wie gesagt, also der Mehrwert, der gesellschaftliche Mehrwert, der stellt sich bei mir auch so ein bisschen in Frage, ehrlich gesagt. Aber also unterm Strich ist es auf jeden Fall so, ich denke, der jüngste Kursverlauf, auch diese Wette seitens Mark Zuckerberg auf das Metaverse an dieser Stelle. Ich glaube, dass sich jetzt beginnt, diese
Spekulationen zunehmend eben dann zu verflüchtigen, was sich im Kurs von auch widerspiegelt. Und wie gesagt, in Ergänzung eben dann mit einer Neuausrichtung plus diesen Layoffs könnte das vielleicht zumindest kurzfristig mal einen stärkeren bullischen Push nach sich ziehen. So will ich es mal formulieren. Also uns interessiert das vor allem, denke ich mal, aus der trading-technischen Perspektive. Ja, so, das wäre es meinerseits erstmal gewesen. Dann wünsche ich euch ein Happy Trading. Passt gut auf die Stops auf. Am Dienstag, morgen hören wir uns dann wieder. Und ja, mehr bleibt mir nicht zu sagen. Lasst gerne ein Like hier, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert gerne den Kanal. Und morgen 10.30 Uhr gemeinsam mit Markets schauen wir wieder auf die Märkte. Soweit also meinerseits. Happy Trading, passt auf die Stops auf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.